Hallihallo, meine Lieben. Ja, was soll ich sagen, ne? Worin hattet ihr liegen? Das fragt man sich immer. Worin hattet ihr liegen? Natürlich konnte ich nicht widerstehen. Ich meine, wenn ihr hier schon eine Weile bei mir seid und mich verfolgt und ne, eine Leidenschaft für Kerzen habt, dann war es wohl vielen von euch klar. Ich musste zuschlagen. Lange Rede, gar nicht so viel Sinn. Ich musste zuschlagen und habe bei Goose Creek bestellt. Da wurden jetzt nämlich die neuen Frühlings-Sommerdüfte. Also für mich ist da auch sehr viel Sommerliches dabei. Released. Wir hatten sie ja schon länger gesehen, aber sie wollten einfach nicht auf der deutschen Page auftauchen. War das so? Die wollten nicht auftauchen, genau. Und dann wurden sie endlich released. Erst die Kerzen. Und dann die Melts. Und was soll ich sagen? Ich habe sie mir geholt, ne? Ich habe euch ja schon so eine kleine Sneak Peek auf Instagram gegeben. Und ja, ich dachte mir, oder ihr wolltet es auch, ich habe euch ja gefragt, ein Video. Na klar, ein Video, ne? Ich meine, ich auch, ne? Ich will euch ja auch von den neuen Düften erzählen und euch damit ein bisschen belästigen. Und vorschwärmen, was dann da so wundervolles Neues rausgekommen ist. Obwohl, gucken wir erstmal, ob wir so viel schwärmen können. Ist ganz okay. Ich hab mir schöne Sachen ausgesucht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mir nicht nur neue Sachen geholt. Also es gibt ja einmal die Repackages. Also das sind Düfte, die es schon mal gab, die vielleicht aus dem Sortiment gegangen sind und die jetzt unter neuem Label mit gleichem Namen wiederkommen. Es gibt aber auch alte Düfte, die rausgegangen sind, die unter neuem Namen und neuem Label wiedergekommen sind. Da müsst ihr so ein bisschen aufmerksam sein. Aber ich habe jetzt gesehen, auf einigen Mails steht das auch drauf. Zeige ich euch gleich, wenn wir da angekommen sind. Also guckt einfach ganz genau hin. Es steht irgendwo. Jedenfalls bei dem habe ich es jetzt gelesen. Und genau, deswegen sind bei mir ein paar alte, neue Düfte eingezogen, aber auch ein paar alte Schätze, auch noch mit altem Label, die aber jetzt auch wieder neu aufgelegt wurden. Ich habe sie mir aber als altes Label geholt, weil sie da einfach im 13-Euro-Sale waren. Da musste ich natürlich zuschnappen, ne? Ihr wisst, wir sind alle Sparfüchse. Genau, und ganz neue Düfte. Habe ich jetzt alles abgedeckt? Ich glaube, jetzt habe ich alles lang und breit erklärt. Ich hoffe es zumindest. Naja, wie dem auch sei. Wenn nicht, dann grete ich einfach nochmal schnell dazwischen, falls mir noch was einfallen sollte. Okay, wir fangen an. Wir fangen an mit den Melts oder den Kerzen. Machen wir erstmal die Melts. Wir machen immer zuerst die Melts. Die sind hier alle in meiner wunderschönen Box drin. Hier sind immer meine Düfte drin. Wenn ihr meinen, kam es schon online? Ich glaube, es kommt erst nach dem Video online, oder? Wie ich mit euch meinen Kerzenschrank aufräume. Who knows? Da zeige ich euch ja auch meine diversen Boxen. Und das ist meine Box Düfte, die ich noch für Videos brauche. Da sind die drin. Okay, meine Lieben, wir holen sie mal raus. Wir sammeln 3, 6, 8. 8 Melts habe ich mir geholt. Dann nehme ich mir die Box da wieder hin, dass ich sie wieder zurückholen kann. Alle welche im neuen Gewand. Wie gesagt, ein bunter Mix. So, ich stelle die jetzt hier mal auf. Und wir fangen an, mit welchem fangen wir? Wir fangen mit einem richtigen Classy-Duft an, den ich einfach haben musste, weil ich ihn haben musste. Es ist ein Klassiker. Und zwar ist die Rede, bei mir unten auf der Straße ist immer was los. Ich weiß gar nicht, hört ihr das so sehr? Ich kann das gar nicht so genau sagen, ob ihr das überhaupt hört oder ob es nur mich stört. Und zwar, erster Duft. Wir konzentrieren uns jetzt alle mal, finden unsere innere Mitte, trinken schnell noch einen Schluck Tee aus unserer wunderschönen Tasse. Und kommen ganz kurz zu uns und jetzt geht's los. Und zwar der Pure Red Rose. Natürlich musste dieser wunderschöne, guckt euch das Label an, wunderschöne Duft bei mir einziehen. Wartet, das ist eine hübsche rot-flachs-lachsfarbene Farbe. Den Duft
gab es auch schon mal. Den Pure Red Rose gab es eine ganz, da habe ich auch angefangen. Da gab es den als Melts, den gab es als Housewarmer. Und jetzt wurde er halt neu aufgelegt mit den Melts. Ich glaube, eine Kerze ist noch nicht draußen. Wird, ich vermute aber mal, dass die kommen wird. Und ja, da habe ich mich gefreut, denn ich liebe Rosendüfte. Es wohnen einige Rosenkerzen hier bei mir. Ich habe sie euch ja alle in meinem wundervoll informativen Rosendüfte-Video gezeigt. Falls ihr das noch nicht kennen solltet, schaut da gerne mal vorbei. Ne? Kann ich es euch verlinken. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch oder verlinke es euch unten in der Info. Das vergesse ich auf alle Fälle. Naja, wenn nicht, guckt einfach auf meinem Kanal und dann findet ihr mein Rosendüfte-Video. Da ist, glaube ich, aber die Pure Red Rose von Goose Creek nicht dabei, weil ich hatte sie mir damals nicht geholt, dann war sie irgendwie raus. Ich glaube, dieser Duft ist nicht dabei. Aber jetzt schnuppern wir mal an. Noch als kleine Info, mein Gott, hat sie immer viel zu erzählen. Ne? Manchmal gehe ich mir selbst auf den Keks. Ich habe die Düfte alle schon mal angeschnuppert, aber da kam sie, ich habe ja, mühsam ernährt sich das Insta-Eichhörnchen. Ich sage es euch, wie es ist. Wenn ich auspacke, ist immer erst das Reel abdrehen. Ne? Von daher ist ja nicht so viel mit anschnuppern, sondern ich muss es dann alles immer aus verschiedenen Blickwinkeln filmen. Ja, ich weiß, ne? Aber ich habe es mir ja selbst ausgesucht und dann habe ich danach alle einmal angeschnuppert. Da waren die aber noch relativ kalt. Also ich habe schon eine Ahnung, wie die ungefähr riechen, aber jetzt, wenn sie erstmal so auf Zimmertemperatur gekommen sind, wie lange wohnen die jetzt hier bei mir? 2 Tage? 2 Tage, glaube ich, sind die jetzt hier bei mir. Dann schnuppern die immer noch mal ganz anders und intensiver. Also bekommt keinen Schreck, wenn ihr euch, keine Ahnung, Kerzen oder Melts holt. Gerade auch, wenn es kühler draußen ist. Und ihr denkt, oh mein Gott, ich rieche ja gar nichts. Was ist denn hier los? Es ist ja total schwach. Lasst die Melts oder die Kerzen erstmal kurz ankommen, sich akklimatisieren, Raumtemperatur annehmen. Und dann schnuppert, kommt mir schon entgegen. Und dann schnuppert noch mal dran. Dann bekommt ihr so einen richtigen Eindruck. Es dauert immer. Wenn die zu kalt sind, ihr könnt es zwar am Wachs reiben und so, dann kommt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Wift bei euch an. Aber gebt denen erstmal ein bisschen Zeit, damit die sich auch akklimatisieren können. So eine Reise im Postauto ist anstrengend. Ne? Anstrengend mag keiner gerne, von daher gebt ihnen ein bisschen Zeit. Okay, Pure Red Rose, jetzt endlich schnuppert. Es tut mir leid. Aber es wird jetzt geht es zügiger. Oh mein Gott. Und das ist einfach ein wunderschöner, purer, süßer, floraler, schwerer, roter Rosenduft. Das ist keine rosa, das ist keine gelbe, das ist keine weiße, es ist eine richtig süße, schwere, leicht parfümige, altbackene Oma-Rose. I love it. Ich liebe ja diese classy, altmodischen Rosendüfte. Ich habe mir jetzt auch ganz kleine Storytime am Rande. Ich habe mir jetzt auch, manchmal bin ich ja ein bisschen Retro-Opfer. Und ich habe einfach im Rossmann gesehen, die haben jetzt auch Herbal Essences. Ich habe manchmal meine Schwierigkeiten. Haben die jedenfalls wieder da das Shampoo und die Haarkur in Rose. Musste ich haben. Ich hatte Herbal Essences. Auch immer als Teenie. Dafür habe ich mein Taschengeld. Ja, da habe ich mir das geholt, weil es einfach, ja, die Pflegewirkung, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ob das so mega ist. Aber einfach die Flaschen und der Duft. Dieser Duft und die Werbung. Früher hat man noch Werbung im Fernsehen geguckt, ne? Lang, lange Szene in den 90ern. 2000er, sagen wir mal 2000er. Jedenfalls habe ich mir das geholt, weil ich liebe einfach so classy Rosendüfte. Ne? Rose geht für mich, also selten, dass mir ein Rosenduft nicht gefällt. Und ja, das ist ein ganz klassischer, schöner, süßer Rosenduft. Rote Rose, der ist schön da. Für meine Nase kommt er jetzt nicht viel Schnittgrün durch. Er ist jetzt nicht so wie von Yankee Candle der Fresh Cut Roses. Da kommt für mich mehr Schnittgrün durch. Sondern ist für mich wie der Yankee Candle der Classic Rose. Den kenne ich persönlich nur als Melts. Vielleicht kennt ihr die auch. So eine süße Rose. Oh ja, wie der Classic Rose von Yankee. Wenn ich da was finde, kann ich euch das gerne auch einblenden. Aber ich weiß nicht, ob der noch so gut zu haben ist. Da hatte ich mal vor Jahren die Melts von. Ein sehr schöner Duft. Intensität kommt hier am Klemmschnell schön raus. Mag ich. Mag ich sehr gerne. Das, was ich erwartet habe. Muss man Rosenmädchen, Rosenjunge sein, um das zu mögen. So, als nächstes nehmen wir mal was ganz anderes. Nehmen wir mal den. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist, aber manchmal habe ich so einen Anflug von traust du dich?
Und zwar Butterscotch and Marshmallow Cream. Ich bin ja so ein kleines Butterscotch-Opfer. Das ist auch so eine cremige Karamellsüßigkeit, irgendwie sowas, so ein Toffee. Und ich meine, ich zeige euch auch nochmal kurz die Wachsfarbe, wenn ich es hier aufkriege. Zack. Ist jetzt so ein braunes Wachs, ne? Ist jetzt nicht so interessant. Und ich liebe ja auch Marshmallow-Düfte. Zum Herbst wird es mein Marshmallow-Video für euch geben. Ich sammle noch ein bisschen, ein paar Schätze lasse ich noch einziehen. Und dann machen wir eine richtig fette Marshmallow-Party zum Herbst. Okay, ich freue mich jetzt schon drauf, weil ich liebe Marshmallow-Düfte. Aber zurück zum Thema. Wir sind im Frühling, wir sind im Sommer. Und ja, diese beiden Sachen mag ich halt gerne. Ich dachte, ach komm, so ein richtiger Foodie-Kracher, vielleicht mal so morgens für die Küche, ein bisschen mit Kaffee gemischt. Geht vielleicht auch im Frühling, Sommer. Ich glaube, es ist auch ein neuer, oder? Also ich kannte den jetzt nicht. Und erstmal muss ich sagen, von meiner Nase kommt kein Maggi an. Aber er ist schon sehr schwer, sehr dumpf, sehr... Das ist jetzt nicht so ein fluffy Candy Marshmallow, sondern es ist schon so ein sämiger, karamelliger, sirupartiger, süßer Duft. Die Marshmallow, ja, er hat vielleicht so eine leichte Cremigkeit drin. Aber ich würde jetzt mal sagen, so im Warmen überwiegt für mich dieser süße, sämige Toffee-Karamell-Butterscotch-Moment. Ich finde die nicht schlecht. Er könnte mir warm auch richtig gut gefallen. Und wie gesagt, kein Maggi für meine Nase. Halleluja! Auch für so eine leichte Marshmallow-Zuckrigkeit könnte ich vielleicht riechen. Doch, ja, der ist ganz schön, aber wie gesagt, sehr schwer, sehr foodie und jetzt kein fluffy Candy Marshmallow. Der ist gut. Das sieht lecker aus, was da auf dem Label drauf ist, oder? Mit so einem Tässchen Kaffee würde ich mir das gefallen lassen. Ist okay, ne? Ich muss einen Schluck trinken. Meine Tasse matcht heute übrigens auch Fantastic zu meinem Pullover. Das ist aber Zufall, aber wundervoll, oder? Ich liebe das, weil mir das im Video... Video auffällt. So, dann machen wir mal, wir machen wieder was ganz anderes, ne? Wir springen heute von links nach rechts. Wir müssen ja unserem Gehirn ein bisschen was, ne? Zum Tun geben, und zwar der Cool Raindrops. Und das ist meiner Meinung nach ein altes Schätzchen, was es schon im alten Label gab. Ich glaube so, da hat man nur so blauen Regen gesehen. Wenn ich das alte Label finde, kann ich es euch auch gerne mal mit einblenden. Und ich habe mir den aber früher nie geholt, weil, jetzt gibt es eine kleine Sneak Peek, ich zeige euch erstmal das schöne Wachsfarbe. Ich bin gerade dabei zu sammeln für ein Regendüfte-Video für euch. Das kommt dann im Sommer, weil im Sommer, finde ich, kann man Regendüfte so was aquatisch Blaues, Erfrischendes sehr gut machen. Und da bin ich gerade am Sammeln. Und ich habe aber auch so ein, was heißt aber auch? Es gibt wunderschöne Regendüfte, die ich heiß und innig liebe. Aber es gibt auch so ein paar Enttäuschungen, wo ich denke, oh, das ist Regen. I don't know. Das ist nicht der Regen, den ich mag. Natürlich, die Nasen verschieden, anderer mag den wieder. Aber ich teste mich gerade durch und vor dem hatte ich ein bisschen Angst. Früher. Und jetzt dachte ich, aber komm, jetzt gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als dir den mal zu holen. Ich finde das Label auch so schön. Guck doch mal. Oh mein Gott. Ich finde das Label irgendwie total schön. Es sieht so gemütlich aus. Ihr würdet drin sitzen. Es ist Sommer. Ihr macht die Terrassentür auf und seht noch so euren kleinen Gartenzaun. Nicht, dass ich einen Gartenzaun hätte, ne? Aber ich würde ihn von meinem inneren Auge sehen. Und sitzt da, trinkt vielleicht ein Teechen und liest ein bisschen was. Und dann draußen rauscht der Regen ganz romantisch und wundervoll. Och, ich finde es einfach, nichts ist romantischer als so ein Regen, oder? Oh, ich finde es so schön. Oh, liebe ich. Okay, wir schnuppern jetzt. Oh, Max, es tut mir leid. Ich bin heute in Plauderstimmung, ne? Das wird mir ein langes Video. Und ich glaube... Warte mal. Ich glaube, das ist ein Regenduft, der mir gefallen könnte. Ich finde, der hat so eine weich-pudrig-aquatische Note. Der ist nicht so herb, maskulin und bitter, wie manche Regendüfte so sind, sondern der hat so eine pudrige Unternote. Der hat für mich auch was Grünes. Was Grün-Florales sogar, würde ich fast meinen.
so eine leichte Schwüle, die da so mitkommt. Ist für mich eher ein Sommerregen als ein Winterregen. Und ja, so eine pudrig-mineralische blaue Note. Nichts Süßes. Vielleicht ganz leichten, hellholzigen Moment. Aber der Gartenzaun steht wirklich in einiger Entfernung. Ne? Da müsst ihr schon ein bisschen gucken, um den wahrzunehmen. Aber eigentlich schon sehr, wie das Label hier aussieht. Ich finde es so richtig auch. Ihr habt diesen grün-grasigen Moment. Grün-gras floralig. Dann habt ihr so die Regentropfen, dieses wässrige. Und wie gesagt, ganz weit im Hintergrund steht der Gartenzaun. Nicht unbedingt maskulin, dafür ist er mir zu pudrig, zu weich. Oh, doch, sehr schön. Oh, I like. Er kommt jetzt hier am Melt relativ sanft raus. Schauen wir mal, wie er warm wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe seltenst einen Duft von Goose Creek, den ich nicht gut wahrnehme. Doch ja, muss ich schon so sagen. Das sind wirklich wenige Ausnahmen, die nicht gut für meine, die meine Nase nicht gut wahrnimmt. Vielleicht eine Handvoll. Ansonsten bin ich bei Goose eigentlich verwöhnt, was die Intensität angeht. Auch bei den drei Tochtern. Ja. I like. Mein Gott, wir sind erst beim dritten Duft. Ne? Heiß geht. Das machen wir mal weiter. Und zwar habe ich mir geholt einen von den neuen Düften. Da hatte ich auch erst die Kerze im Warenkörbchen. Und dachte mir, aber nee, komm, Jessie, du hast... Also 5 Kerzen sind eingezogen, kleiner Spoiler. Also nee, komm, nicht noch eine 6. Es reicht, ne? Du hast gerade Kerzenschrank hier fresh gemacht, ne? Hast jetzt gerade wieder Platz und dann stellst du dir gleich wieder den Schrank voll. Aber Leute, ich weiß noch nicht, vielleicht brauche ich den doch, weil er ist wirklich... Also kalt ist er sehr schön. Und zwar der Emerald Palm. Und ich liebe auch das Label. Och, wunderschön, oder? Mit diesen Palmblättern. Sieht so nice aus. Ich finde es total schön. Das hat so ein Hawaii-Vintage-Flair. Ich mache euch mal auf. Das ist grünes Wachs, grün-blau. Jetzt mache ich es wieder zu, damit ich auch nicht dran schnuppern kann. Das macht Sinn. Und der ist so schön. Und ja. Ich hatte mit der lieben Elisa... Sie ist auch auf Insta, ihr kennt bestimmt ihr Profil. Ich kann es auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Sie macht auch immer ganz tolle Bilder und Reviews. Wir hatten so über die neuen Düfte. Und dann meinte sie, der Emerald, der erinnert mich an Cloud. Ja, also Cloud von Ariana Grande, dieses Parfum oder der Baccarat Rouge. Nur der Cloud ist noch ein bisschen süßer, noch ein bisschen girly-mäßiger. Und ja, der geht eher in die Richtung... Der hier geht eher in die Cloud-Richtung. Wer jetzt nur into Duftwachs ist, so wie der Mon Amour von Kringle. Mit dem Paris-Label. Und ja, er hat so eine Ahnung. Er hat so eine Ahnung davon. Ich weiß, was sie meint. Dieser süßfruchtige Marshmallow, den habe ich irgendwie auch. Aber ich finde, das hier ist noch ein bisschen juicier. Wässriger, Kokosnuss-Ananasiger, also tropischer, so die tropische Variante davon, aber es hat so diesen Vibe. Ich weiß, was sie meint. Oh, der ist so gut. Ich finde den so schön. Ja, wie gesagt, ich hatte erst die Kerze, dann habe ich doch nicht und ich überlege, ob ich jetzt die doch brauche. Weil das ist so ein richtiger gute Laune-Duft. Das ist so ein richtiger tropischer, wässriger, fruchtiger, süßer Happy Scent für den Sommer. So, wenn es warm ist und du machst ja einfach so, holt dir so ein bisschen den Urlaub nach Hause. Und der hat ja auch sowas Süßes, so eine unvernünftig süße Note mit da drin, die man gar nicht so richtig... Ich würde sagen, das ist ein Ananas-Kokos-Mix, der da mit wabert. I like Emerald Palm. Ja, bin ich sehr angetan von. Sehr, sehr angetan von. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele den mögen. So ein süß, tropisch-aquatischen Duft.
Dann machen wir weiter mit, was machen wir jetzt? Nehmen wir mal wieder einen Regenduft. Und zwar den Renewing Rain Water. Be Water, my friend. Und zwar war das früher der Soothing Rain. So, steht doch alle drauf. Wenn meine Kamera scharf stellt, stellt sie scharf, könnt ihr es sehen? Ich kann so, das Display ist so weit weg, Leute. Der Mama hat keine Brille auf. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich kann es euch aber auch gerne einblenden. Da steht Soothing Rain unten. Seht ihr das? Also das ist der alte Name und der andere ist der neue Name. Finde ich echt cool, dass sie das damit drauf gedruckt haben. Und Baby Blaues Wachs. Und das ist schon eine andere Kategorie von Regenduft für meine Nase. Oh Gott, das ist so ein richtig schöner... Ich bin gerade so ein bisschen angefixt von Regendüften, ne? Ihr merkt es vielleicht. Das ist einfach so ein... Cheerful hat ja auch diesen Regen, die Morning Rain. Wenn den jemand von euch hat, schreibt mal, wie der ist. Der steht auf meiner Wunschliste sehr weit oben. Schreibt mir mal, wenn ihr den kennt. Wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen into Regendüfte. Und das hier haben Wortfindung. Ich finde, die hat auch wieder so was pudrig-mineralisches, aber nicht so eine grün-floral-schwüle Note wie der Cool Raindrops. Sondern der ist pudrig-mineralisch und dann aber hat er so was Krautiges. Der hat so ein Lavendel, Salbei, der hat irgendwie so einen krautigen Moment und dadurch hat er für mich so einen richtigen Wellness-Vibe. Als wenn ihr in so einem richtig fancy Wellness-Hotel auf eurer Liege liegt, neben euch ist dieser Diffuser und pustet so Nebeldunstschwaden so aus und denkt so, oh mein Gott, ich bin im Himmel. Und so riecht der. Der ist für mich nicht unbedingt grün, der ist krautig, mineralisch, blau. Eher blau als wässrig. Weil er hat für mich eher so was Dunstiges. Ein bisschen auch wieder was leicht holziges, vielleicht so ein Hint off. Vielleicht läuft gerade so der heiße Typ im Bademantel an euch vorbei, aber er setzt sich nicht hin. Oh, der ist so schön. Meine Güte, den finde ich auch sehr schön. Man muss natürlich auf so eine Art Duft stehen. Ne? Das ist schon klar. Wenn man jetzt so eine Süßnase ist, ist der vielleicht nichts. Aber ich glaube, für den Sommer an so einem knackerheißen Tag oder jetzt auch so im Badezimmer einfach so, dass es so sauber und Wellness. Ich liebe ja so eine Wellness-Düfte. Ne? Bin ich total angefixt von. Oh, und das ist ein richtig schöner Wellness-Duft. Der ist auch nicht, also versteht es nicht falsch, der ist nicht zu maskulin, ne? Das ist nur so eine Ahnung. Wie gesagt, er schlurft nur so an euch vorbei. Aber dieses pudrig-mineralisch-krautige, I like, Renewing Rain Water. Das ist ein Titel, ne? Der braucht es aber kurz. Ich mag ihn sehr. Bin ich ein bisschen zu hell oder geht's? Es geht, oder? Wenn ich es, glaube ich, dunkler mache. Kamera steht so weit weg. Ist es besser so? Ist okay, ne? Ich habe das Gefühl, eine Seite von mir ist ganz dunkel und die andere ist ganz hell. Aber gut, kriegen wir schon hin. Jetzt mal wieder Kontrastprogramm. Und zwar der Honolulu Ice Cream. Den habe ich mir auch gegönnt. Das ist einer von den neuen Düften. Den kannte ich vorher noch nicht. Könnt ihr mir gerne sagen, ob es den schon mal gab. Aber ich kannte ihn nicht. Der kam auch, glaube ich, als Kerze gleichzeitig raus. Ach, und ich mag ihn. Ich bin ja Ananas-Mädchen durch und durch. Ne? Ich liebe Ananas-Düfte. Ich liebe ja auch den Pineapple Cake Pop von Goose Creek. Ich liebe auch diesen Shredded Pineapple, den neuen von Country Candle. Ich liebe einfach Ananas-Düfte. Und das ist für mich eine saure, spritzige...
ganz gleich grüne, authentische Ananas und dazu so eine süß-cremige Vanille-Eiskugel. Vielleicht auch noch so eine Vanille-Orchidee, irgendwas Blütiges könnte auch noch mit wabern, sowas Tropisches. Die Ananas steht aber im Vordergrund. Also als hättet ihr vielleicht so einen Ananas-Cocktail-Drink, so einen cremigen Ananas-Drink, so spritzig, süß und yummy. Und da ist noch so eine Vanille-Eiskugel drin, die ist aber schon so ein bisschen geschmolzen. Oh, I like. Oh, der ist schön. Und der kommt hier auch sehr intensiv am Mel drüber. Sehr, sehr, sehr schön. Das ist auch wieder so ein richtiger Summer Happy Scent. Und der Pineapple Cake Pop von Goose ist einer meiner liebsten Foodie-Sommerdüfte. Und der könnte daneben Platz nehmen. Ist nur sehr ähnlich, ne? Also, aber ich liebe eben Ananas. Was soll ich da machen? Im Sommer finde ich es nice. Ich liebe auch Ananas zu essen. Wäre das nicht immer so ein Geraffel, die zu schälen und fertig zu machen, würde ich mir die jeden Tag machen. Aber dafür bin ich einfach zu faul. Aber an sich liebe ich Ananasdüfte. Ananas und Ananasdüfte. Honolulu Ice Cream. I like. Und dann machen wir mal, weil wir so lange keinen Regenduft mehr hatten, obwohl es ist nicht so ein typischer Regenduft, ne? Das ist so ein Mix, den hatte ich schon mal als Probe, Würfel in einem Paket und war mir unsicher. Eigentlich hat er mir mega gut gefallen, ich weiß aber, dass er bei vielen nicht gut weggekommen ist, aber ich finde ihn schön. Und jetzt habe ich nochmal die Melt eine Chance gegeben und wenn er mir dann immer noch so gut gefällt, hole ich mir die Kerze. Und zwar der Chili Rain Showers. Den gibt es auch noch im alten Label, auch als Kerze, kam jetzt wieder neu raus, heißt aber genau so. Und viele haben bemängelt, dass der nichts Besonderes ist und von Intensität wohl nicht so der Bringer. Ich finde den klasse. Der hat wirklich sowas von so einem Inselregen. Sehr wässrig, sehr grün, auch wieder ein bisschen holzig, so eine leicht rough, raue Note schwingt da noch mit. Aber da sehe ich richtig so tropische Wälder vor mir, so sehr viel Grün, alles sprießt so. Und dann halt dieser heftige Regen, der runterkommt. Und trotzdem habt ihr so eine schwüle, warme Atmosphäre noch dabei. Oh, da ist noch irgendwas wabert da noch unterschwellig mit, was ich nicht genau greifen kann. Ein bisschen parfümig ist der aber auch, finde ich. Der hat schon so einen parfümigen Touch. Und ja, ich fand den letztes Jahr, hatte ich den letztes Jahr in der Lampe oder vorletztes? Ich weiß es gar nicht genau. Fand ich den sehr schön. Konnte mich aber noch nicht so richtig durchringen. Und jetzt, wie gesagt, gebe ich ihm nochmal einen Versuch und wenn er mich wieder so überzeugt, zieht das Glas ein. Oh, aber der ist schon nice. Ja, der muss das jetzt auch nochmal sein, weil ich einfach wissen muss, wie ich zu dem stehe. Und dann haben wir jetzt hier noch das letzte, ich glaube, es ist auch ein neuer Duft. Und zwar der Papaya Leaf and Bamboo. Hatte ich auch erst im Warenkörbchen. Aber dann dachte ich mir so, Papaya, magst du Papaya? Bamboo. Nicht, dass der so sehr grün und herb ist und nicht, dass die Papaya zu sämig ist für deine Nase. Dann dachte ich, okay, nimmst du erstmal jetzt die Melts. Kann er die Kerze, guckt es euch an. Match made in heaven. Kann er die Kerze immer noch einziehen? Und ich muss euch sagen, ich finde den mega. Der erinnert mich an irgendwas. Ich komme aber partout nicht drauf an was. An auch an irgendeinen Duschbad, glaube ich. Ja, ich glaube, an irgendeinen Duschbad erinnert er mich. Der hat schon eine grüne Note, aber eine ganz sanfte, weiche, cremige grüne Note. Ein bisschen herb vielleicht auch, aber nur nicht so eine bittere, sondern nur so eine Ahnung davon. Und dann aber auch noch sowas
süß, cremig, fruchtiges. Aber nicht so, nee, nicht so süß. Nee, das ist eher eine unsüße Fruchtigkeit so. Aber ihr riecht schon irgendeine Frucht damit raus. Und ich finde, in Kombination ist es ein wunderschöner, heller, sommerlicher, auch Frühling geht jetzt auch schon, würde ich jetzt auch schon lüfteln. Einfach so ein richtig schöner, erfrischender, sauberer, angenehmer Raumduft. Aber doch, irgendwie ist die Papaya, die ist so ein bisschen, ja, die hat so was Sämiges, aber irgendwie auch so ein Kick-off süß-sauer. Irgendwas ist da noch, was, glaube ich, im Warmen noch mehr rauskommen will. Wo man jetzt nur, erstmal nur so eine Ahnung bekommt. Oh Gott. Oh mein Gott, I like. Wunderschön, auch Wachsfarbe, ne? Ist genau mein Ding, da liebe ich. Lieben wir ganz, ganz doll. Ich habe das Gefühl, ich habe überall Wachs hängen, weil ich wieder mit meinem Gesicht in die Melz eingetaucht bin. Ja, Bamboo Leaf, nee, Papaya Leaf and Bamboo. Bist du bescheuert? Wunderschön. Wunderschön. Kann man machen. Okay, das waren meine Melts. Dann kommen wir jetzt mal zu den Kerzen, die einziehen durften. I know, ja, ich weiß. Sag nichts. Es ist das Struggle is real, ne, mein Liebes. Es ist wirklich, ich mag es einfach gerne, ne? Ich mag es einfach sehr gerne, von daher zieht dann immer was ein und dann zieht noch was ein und dann weiß man auch nicht so genau. So, ich zeige euch mal den Schnapper, den ich im Sale geschossen habe, der jetzt auch in neuem Label rausgekommen ist. Ich glaube auch als Smells neu rausgekommen ist, als neu gepackaged wurde, aber gleich heiß. Und diesen Duft hatte ich schon lange auf meiner Liste. Ich habe immer wieder überlegt, soll ich ihn mir holen, soll ich ihn mir nicht holen. Und jetzt war es endlich soweit. Und zwar ist es der Seaside Mango. Irgendwie, keine Ahnung, spricht mich das Label an. Ich liebe Mango. Mango essen. Oh Gott, so köstlich, wenn die richtig schön reif ist. Lecker. Und irgendwie auch diese gelbe Wachsfarbe ist so fröhlich, sommerlich, fruchtig. Und ich mag Mangodüfte sehr, sehr gerne. Ich bin ja nicht so Frau Fruchtig, ne? Frucht und ich, meistens muss da noch was mit dazu sein. Weil nur so Frucht oder so bestimmte Fruchtsachen, ne? Bin ich raus. Aber Mango, ich mag ja auch von Yankee Candle diesen Mango Ice Cream so gerne. Und ich dachte mir, komm, Mango holst du dir aber im alten Label 13 Euro. Ich mag das Label auch, ist okay für mich. Und ich muss sagen, das ist der Duft, von dem ich nicht ganz so happy bin. Erstmal ist er sehr dezent. Kann sich vielleicht noch ändern im Warmen. Who knows? Weil eigentlich, wie gesagt, die drei Tochter sind immer ganz gut da. Ich finde jetzt aber sehr leicht. Und es ist für mich nicht unbedingt so eine süß, saure, saftige, juicy, sämige Mango. Mein Gott, die Hunde da draußen, ne? Es ist ja wieder ein Fest hier. Sondern es ist eher so eine saftartige Mango-Orange. Ich finde, es ist eine Kombi zwischen Orange und Mango und eher so eine Saftkonsistenz. Hat noch so ein bisschen was Wässriges. Ja, so was Wässriges irgendwie mit drin. Er ist ganz schön, aber er haut mich noch nicht so aus dem Hocker und ich hatte mir irgendwie eine süßere, präsentere Mango vorgestellt. Aber ich werde ihn mal warm testen. Vielleicht kommt der Warm auch noch mehr raus. Warten wir erstmal ab. Wenn er so bleibt, ist er jetzt auch kein Stinker. Werde ich ihn auch gerne düfteln, kein Problem. Oder ich brenne ihn einfach mal ab, weil ich bin ja auch immer auf der Suche nach Kerzen, die ich da mal abbrennen kann. Weil ab und zu mag ich das ganz gerne. Und auch gerade hier am Abend habe ich immer ganz gerne eine Kerze brennen. Und das wäre dann vielleicht so ein Kandidat. Aber es ist eher wirklich eher so ein Saft, so ein Mango-Orangensaft. Der ist nicht schlecht, der Duft. Aber ich probiere den erstmal warm und ich glaube, dann kann ich euch mehr sagen, ist es Hit or Miss.
kann ich jetzt auch ein bisschen schwer sagen, ist einfach eine wässrige Mango-Orange. Ja, da ist noch irgendwas. Es steht ja auch Seaside-Mango, ne? Vielleicht so eine Mango, die man am Meer isst, mit ordentlich Orangensaft runtergespült. Das ist das Teilchen. Wie gesagt, gibt es auch im neuen Gewand. So, dann als nächstes machen wir mal die nächste Kerze, die für 13 Euro aus dem Sale bei mir einziehen durfte. Da wurde ich auch wieder ganz akut von Instagram angesteckt, weil da einfach so viele diesen Duft gezeigt haben. Ich habe den immer mal gesehen und dachte so, und war mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, auch bei Michelle habe ich den mal auf YouTube gesehen. Ist das was für mich? Aber jetzt habe ich ihn so oft einfach immer und immer wieder gesehen und dachte, okay, jetzt musst du auch mal die Nase ranhalten, weil an sich der Name ist schon nice, ne? Und die Rede ist vom Meadow Sweet Avocado. Wachsfarbe, Label, wunderschön. Auch der Name, ich liebe ja Avocado, ne? Der Räubersmann und ich, wir lieben Cado. Und ich finde auch den Duft sehr, sehr schön. Und erinnert mich an irgendein Parfum. Er ist sehr parfümig für mich. Das ist so ein... Ich kann es gar nicht genau beschreiben, was ich hier rieche. Ich finde den sehr schwer zu beschreiben. Das ist kein typischer grüner Duft. Das ist für mich kein typischer Waldduft. Das ist kein typisch aquatischer Duft. Der ist nicht maskulin. Der hat irgendwie so eine cremig-süß-grüne Note. Nee, lieblich, nicht süß. So eine cremig-lieblich-grüne Note. Ein bisschen was Florales, Jasmin oder so, würde ich sagen, schwingt damit. Vielleicht auch ganz leicht zitrische Momente, sowas wie Bergamotte, aber nur so eine Ahnung von, eher, dass er vielleicht dadurch so eine helle Frische bekommt. Und sowas Parfümiges. Der riecht für mich wie irgendein Parfum. Irgendwie will ich immer bei dem an den Hugo Boss Alive denken. Nur nicht ganz so zitrisch vielleicht. Nicht ganz so, der hat nicht so dieses Süße, der hat nur so dieses Opening von dem vielleicht. Ja, ich finde ihn sehr schön. Ich glaube, es ist ein richtig schöner, angenehmer Raumduft jetzt gerade für den Frühling. Den werdet ihr also sehr bald bei mir hier oder auf Instagram eher unter meinem Warmer sehen und hier den Mom angedüftelt. Weil ich glaube, der ist perfekt für den Frühling. Einfach wenn ihr so die Fenster aufreißt und den Duft so anmacht, so durch seine liebliche Unaufgeregtheit, ist der wirklich schön. Und der ist nicht so... Wie ich ihn mir... Meadow Sweet. Ja, irgendwie, ja. Passt das so. Irgendwie lauft ihr vielleicht über so eine Wiese und ihr habt so... Nicht so das Gras unbedingt, sondern eher so diese Luft, wo so diese Melange aus diesem allen sich so wiederfindet. Da kann man gar nicht so explizit was riechen, aber einfach so dieses Gefühl, das er hat, ist wunderschön. Wunderschön. Und ich dachte mir, für 13 Euro... Gönnst du dir den mal? Und ich, ich mag auch das Label so gerne. Da. Label-Opfer in der Haus. Was soll ich sagen? Ne? Wie gesagt, woran hat er gelegen? Das frage ich mich öfter bei mir. So, dann machen wir es spannend. Ne? Ich zeige euch, gleich kommen die beiden neuen Düfte. Jetzt zeige ich euch erstmal noch den, wo ich auch wieder angefixt worden bin von euch. Auf Instagram habe ich den gesehen. Und ich glaube, wir hatten sogar ein paar geschrieben. Jessie, kennst du den? Probier den mal aus. Der gefällt dir. Soll ich sagen, ne? Es ist, what it is. Ich muss die natürlich haben. Ich hatte erst die Melze und dann dachte ich mir, nee, der hört sich nach mir an, ne? Der schreit meinen Namen. Und ich glaube, ich hatte auch schon mal vor Jahren die Melze in so einem Tauschpaket drin. Und ja, der schreit meinen Namen. Und dachte ich, ja, wenn die Melze holt, dann willst du bestimmt die Kerze an. Da kommt der nimmt jetzt einfach nochmal die Kerze mit und einziehen durfte Sweet Pea. Ja, I know, süße Blüten, klingt nach uns, oder? Was meint ihr? Das ist doch, ich weiß, was sind das? Sind das Fräsien? Ich weiß gar nicht genau, was das für Blüten da drauf sind. Könnten Fräsien sein, ne? Aber ist auch so ein bisschen, ich kann es schwer einordnen.
Wunderschön jedenfalls, so Lieder, Flieder, ja, schreit Frühling, finde ich, von den Farben her. Sweet Pea. Und es sind einfach süße Blüten. Süße, cremige Blüten. Ich würde vielleicht sogar so einen Hauch Frucht sagen. Vielleicht aber auch die Pfingstrose, die hat ja immer so was Fruchtiges. Blüten, vielleicht ist sogar hier die Fräsie drinne, die man hier drauf sieht. Wenn das Fräsien sind, vielleicht liege ich auch voll daneben. Aber sehen die nicht so aus? Die sind immer so ein bisschen blumig, so ein bisschen anders. Oh, who knows? Der hat so eine, genau, back to the Duft, ne? Lange über Blüten philosophiert. Der hat so eine süße, cremige Blütennote. Leicht fruchtig. Und aber auch von ganz weit hinten, finde ich, nimmt man auch so ein bisschen das Schnittgrün noch wahr. Das ist nicht ganz aus dem Fokus. Da ist noch so ein bisschen Schnittgrün, würde ich sagen. Aber ganz weit hinten, wirklich im Vordergrund, stehen einfach die süßen, cremigen Blüten mit diesem Hauch Frucht, aber auch nicht zu viel Frucht. Ich würde eher auf die Pfingstrose als jetzt wirklich auf Frucht tippen, oder? Also das Florale überwiegt schon auf alle Fälle. Sweet Pea, also süße Blüten. Peach Blossom, Pfirsichblüte. Das ist es. Und Freesia, also Fräsie. Also soll wirklich Fräsie drin sein. Ist das Fräsie hier? Ja. Nehmen wir einfach mal so hin. Ich liebe Fräsien im Parfum. Da gibt es einige, die ich sehr liebe. Und ja, das ist ein wunderschöner Frühlings-Sommerduft. Ich finde, das ist für mich, weil der schon so süß, der hat schon so eine gewisse Süße, ist der für mich perfekt so für den Mai, Juni. So dieser Übergang zwischen Frühling und Sommer. Wir haben noch so diese floralen, diese wunderschönen floralen Momente. Aber es ist auch schon so eine gewisse sämige Süße so mit dabei, die uns schon so auf den tropischen Sommer freuen lässt. So ein Zwischending. Und ich freue mich sehr, dass er hier was ganz leicht Herbes schwingt für meine Nase, aber auch mit. Als wenn die Blüten schon so ein bisschen so voll erblüht wären. Oh, ich mag den. Und ich freue mich, den warm zu testen und bin gespannt, wie er daraus kommt. Weil meistens kommen diese Pea, diese Blütendüfte im Warmen noch mal ein bisschen schöner aus. Da entfalten die sich erst so richtig. Ja. Sweet Pea, ein Klassiker, möchte man meinen. Duft jetzt auch bei mir. Meine sind ja Blumenmädchen hier, ne? So, dann noch mehr Blume. Oh yeah. Aber ich sehe gerade meine Kamera. Brauche eine kleine Pause. Dann gönnen wir ihr die mal schnell. Ich trinke noch einen Schluck und dann sehen wir uns gleich für die restlichen zwei Kerzen wieder. So, meine Lieben, jetzt geht's auf zum Endspurt. Ich bin bereit. Und zwar habe ich mir von den eigentlich ist der gar nicht neu, aber der wurde neu gerepackaged. Und ich habe so einen richtigen Crush auf das Label, ne? Wie gesagt, Label-Opfer, was soll ich da machen, ne? Ich habe einen richtigen Crush auf das Label. Und über diesen Duft habe ich schon so viel Positives gehört, ja, dass ich ihn mir jetzt einfach auch holen musste. Ich kannte ihn vorher noch nicht, so viel sei schon mal gesagt. Und zwar ist es der Blooming Magnolia. Ich habe aber schon sehr, sehr viel Positives über den Duft gehört und dass ihn viele lieben. Und ich meine Magnolie und ich bin ja ein Blumenmädchen. Daher brauchte ich den natürlich, ne? Es ist wieder sehr dunkel, ne? I'm so sorry, wirklich. Aber es ist heute eher ein grauer Tag, ne? Was soll ich da sagen? So, nicht Sparkling Magnolia, Blooming Magnolia. Den Sparkling Magnolia von Sensi liebe ich ja heiß und innig. Und auch dieser hier ist so schön. Gott, der erinnert mich auch an. Der erinnert mich an eine Naturkosmetikreihe, die ich mal benutzt habe. Vielleicht kennt ihr die, die ist ziemlich bekannt und auch sehr gut von Martina Gebhardt. Kennt ihr die vielleicht? Da hatte ich auch mal so eine Reihe, ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Vielleicht gibt es ja sogar so eine Magnolienblütenreihe, müsst ihr mal gucken. Wenn ihr empfindliche Haut habt, wenn ihr bio-zertifizierte, richtig gute, kontrollierte Naturkosmetik sucht,
die fair und richtig gut hergestellt ist. Martina Gebhardt, die macht toll, sind ein bisschen preisintensiver, macht aber tolle Sachen. Und ich habe die auch benutzt, als ich schwanger war. Da muss man ja immer, da darf man ja nicht alle Wirkstoffe benutzen, muss man ein bisschen mehr aufpassen. Und da hatte ich auch so Probleme mit meiner, Leute, so Probleme mit meiner Haut und die ist echt schön sanft. Also die macht tolle Sachen, jetzt ganz out of topic, aber ist mir gerade bei dem Duft eingefallen. Ich glaube, die Reihe roch auch so. Das ist einfach ein wunderschöner, sanft cremiger Weißblüher mit so einer zitrischen Note. Aber das ist nicht so ein reiniger Klostein-Zitrik, sondern es ist so eine sanft pudrige Zitrik. Einfach wie so ein abgeschwächter Zitronensprudelbonbon, aber nicht ganz so mit Magnolie, mit weißer Blüte. Oh mein Gott, riecht der gut. Wunderschöner, edler, authentischer Blütenduft. Ja, ein bisschen was Grünes könnte vielleicht auch noch mitschwingen. Der ist wunderschön. Also wie gesagt, so kann wirklich Bodycare und alles riechen, ne? Also wunderschön. Er hat auch so einen ganz leicht krautigen Moment für meine Nase, der wunderschön ist. Aber auch so ein richtig schöner Entspannungswohlfühl-Blütenduft liebe ich. Und ich glaube, den werde ich richtig feiern. Den werde ich richtig feiern. Und ich hoffe, er kommt gut raus. Und ich liebe, ich muss euch nochmal zeigen, ich liebe das Label. Ist das Label nicht wunderschön? Ich finde generell diese Art von Label, da gibt es ja auch den Orange Grove Tree und den und so ein Lemonade gibt es ja einige. Ne? Ich habe bei dem Orange Grove Tree auch überlegt, ob ich mir den hole. Einfach nur, weil das Label so wunderschön ist. Ja, aber ich konnte mich dann auch beherrschen. Ja, ist das Label nicht wunderschön? Oh mein Gott, bin verliebt. Sagt mal, findet ihr das auch so wunderschön? Ach mein Gott, ist das toll, wundervoll. Doch so einen leichten Retro-Moment, ich finde es richtig, richtig schön. Naja, wie dem auch sei, Blooming Magnolia, große Empfehlung von mir, liebe ich. Glaube auch, wer den Sparkling Magnolia von Tensi mag, wird den auch. Oh, diese Cremigkeit und dann, wie gesagt, diesen Hint auf Zitrik. Ja. Erinnert mich an diese Pflegelinie. Schreibt mir mal, wenn ihr die kennt. Das würde mich immer interessieren, ob die noch jemand außer mir, Nerd, kennt. Die ist wirklich gut. Die sagt ein bisschen, aber die ist gut. So. Blooming Magnolia. So. Und dann als letzten Duft, da war ich erst unsicher. Ah, matcht auch wieder so toll zu meinem Pullover. War ich erst unsicher und dachte ich so, nee, komm, der gefällt dir. Der gefällt dir bestimmt. Das ist bestimmt eine schöne Interpretation des Jasmins. Und zwar ist es Jasmine Cabana. Wie gesagt, einer von den neuen Düften. Ich kannte den vorher auch noch nicht. Ich glaube, der war noch nicht vorher draußen. Weißer Deckel. Wunderhübsches Packaging, finde ich. Schreit Frühling, Sommer. Und eigentlich mag ich Jasmin-Düfte sehr gerne, außer den von Goose. Ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Den Jasmine Fern? Ich glaube, so heißt der. Oh, und der ist so schön. Ich finde, der hat ein bisschen was vom... Der hat ein bisschen was vom Waikiki Beach Coconut. Nur floraler. Der ist cremig, der ist süß, der ist ein bisschen fruchtig, Kokosnuss-Ananasig, würde ich schon fast sagen. Und dann hat er aber auch diese süße, wunderschöne, helle Jasminnote, die das fruchtig, cremig, süße wieder so ein bisschen einfängt und so, so besonders macht. Parfümig, ganz leicht rau, wunderschön. Wunderschöner Sommer, Blüten, tropische, whatever Duft. Ich finde den toll, ich finde den richtig toll. Ich bin so gespannt, wie der warm rauskommt. Und wie gesagt, der hat so leichte Vibes für mich. Ja, ein wunderschöner Duft für den Sommer und ich könnte mir einfach, steht hier drauf, was drin ist? Hier steht ja immer nicht drauf, ne? Jasmine Cabana. Ne. Na, ich hab's euch ja eingeblendet. Ihr wisst, ihr seid jetzt schon schlauer als ich. Ich weiß es noch nicht. So richtig? Ja, so ist richtig. Was wollte ich jetzt sagen? Ich glaube, dass der auch vielen gefallen könnte. Also wer so, ne, so cremig, kokosnussig, Ananas, weiß ich noch nicht mehr unbedingt.
Irgendwas tropisch-fruchtiges auf alle Fälle. Und dann einfach mit dieser Jasminnote, wer so auf tropische, sommerliche Happy Scents einfach steht mit so einem floralen Moment, ich glaube, der könnte hier glücklich werden. Ich glaube, der spricht auch viele Nasen an. Wenn man nicht absolut sagt, nee, floral und so geht gar nicht für mich, ne? Und Jasmin hasse ich. Ich finde ihn toll. Ich mag den. Ich war aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, oh, hoffentlich ist das nicht so eine grüne, stechende Jasmin, die so in den Kopf zieht, ne? So eine Kopfschmerz-Jasmin gibt es ja auch. Aber zum Glück ist das für meine Nase gar nicht so. Und ich war sehr glücklich, als ich an der Kerze geschnuppert habe, weil, ja, das waren ja alles so ein bisschen Blindflüge hier. Aber lief gut. Lief gut. Kann man machen. Und wie gesagt, bei den Melts sind ja, oh, da ist vorne. Bei den Melts sind ja jetzt auch noch einige dabei, wo ich schwerstens am überlegen bin, ob ich da sollte und ob ich da müsste. Und ja, I don't know. Ja, es ist schwer, meine Lieben, ne? Ich glaube, ihr könnt es ja nachvollziehen, es ist sehr schwer, ne? Ja, das war meine Ausbeute von Goose Creek. Das durfte jetzt vorerst erstmal einziehen von den neuen Düften. Ich bin wie immer sehr gespannt, was bei euch vielleicht so einziehen durfte. Welche absoluten Top-Empfehlungen ihr habt, wo ihr sagt, Jessie, halte da die Nase ran, mega und noch besser. Und was meint ihr, müssen die Kerzen noch einziehen oder soll ich mich zurückhalten? Es ist schwer, ne? Es ist schwer. Schreibt mir auch gerne, ob ihr überhaupt schon bestellt habt oder ob ihr noch überlegt. Und wenn ja, bei welchen Düften ihr überlegt. Ach Leute, ich verstehe es so gut. Ne? The struggle is real. The struggle is real. Ne? Es ist nicht so einfach. Am liebsten würde man einmal das komplette Sortiment und sich durchschnüffeln. Ne? Und am liebsten hätte man auch hier die ganze Wand voller Kerzen stehen, wenn man könnte. Aber it is what it is, ne? Okay, mein Lieben. Ich glaube, jetzt bin ich aber auch durch. Das Licht verlässt uns immer weiter. Wir machen jetzt hier mal Schluss an dieser Stelle, würde ich sagen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Lasst es entspannt angehen. Lasst euch nicht stressen. Und wenn das Osterfest noch vor uns liegt, genießt die Osterfeiertage mit euren Liebsten. Macht euch einen entspannten, macht euch einen bunten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssi.